Hallo und herzlich willkommen zurück in der Disaster Race, in der neuen Folge Crash Team Racing Nitro Fueled mit mir, dem Arenel. Wie ihr schon an diesem schicken Hut erkennen könnt, wir haben Musketier Pura freigeschaltet. Mit all den Münzen, die wir in den letzten Folgen unverdient verdient haben. Denn ich habe mich in Drachenminen super schlecht angestellt. Ich habe in Blizzard Bluff die Folge viel zu lang gemacht, nur um am Ende dann doch noch die Abkürzung zu verkacken und deswegen auch nur Saphir zu bekommen. Aber das alles hat gereicht, um mir das hier leisten zu können. Und irgendwie musste ich mich ja wieder aufmuntern, nachdem in der letzten Folge alles so schief gegangen ist. Oh ja, das ist cool. Bam! Das habe ich auch früher immer gemacht. So, speichern müssen wir jetzt nicht unbedingt. So, hier geht es als allererstes ins Engine-Labor. Einer meiner Lieblingsstrecken. Ich mag die Strecke, ihr werdet sehen warum. Hier gibt es auch einen ziemlich coolen Trick, den man machen kann. Kann natürlich sein, dass es gefixt worden ist, möglich. Aber wenn nicht, dann haltet euch fest, wir werden sehr, sehr schnell werden. Ist ein bisschen Übungssache, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf einen Hieb hinkriege, aber wenn man es schafft, ist es umso cooler. Allerdings kann ich es nicht besonders gut. Ich kann euch zeigen, was es ist, aber... Der Trick ist es dann, das Tempo, was man da rausbekommt, aufrechtzuerhalten. Und es ist auf so einer Strecke hier nicht gerade einfach. So, merkt euch diese Turbo-Stufe, denn die gibt einem wahnsinnig viel Tempo. What? Er ist einfach runtergeflogen. Okay. Nope. Da wollte ich jetzt sicher gehen. Nur um diese Kurve zu verkacken. So, wenn man jetzt hier ganz rechts abspringt, kann man auf diesem einen Turbo-Dings landen. Und der Turbo ist halt besonders stark und hält eigentlich ewig, solange man nicht lenkt. Und das macht ihn so besonders. Und es geht halt, diesen Turbo sich zu schnappen und damit so weit wie möglich zu kommen, ohne halt irgendwo dran zu kommen und so seinen ganzen Speed zu verlieren. Ich habe gesagt, von wegen, der hält, solange man nicht lenkt. Das ist ein Schwachsinn. Solange man nicht irgendwo gegenknallt oder so irgendwas, ist das natürlich. Aber man ist halt so schnell, dass es schwierig ist. So, da habe ich ihn jetzt schon verloren. Komm, irgendwer muss da jetzt dagegen kommen. Sonst werde ich das nächste Runde übernehmen. Darauf habe ich keine Lust. Boah, natürlich hat er eine Müsse. Ich habe ja schon das Gefühl, dass die KI jetzt deutlich aggressiver ist. Die haben auch viel häufiger jetzt Angriffs-Items und so Sachen. Oh yeah! Woo! Das ist doch geil, oder? Das macht Spaß. Deswegen liebe ich die Strecke. Die ganzen Turbofelder. Dieser eine Turbotunnel, der da kommt. Das ist alles zu cool. Was bin ich wirklich da in dieser eine blöde Niedrigs gekommen? Ja, geil, jetzt krieg ich Turbo. Fallen die da immer runter? Was ist denn da los? Ah, ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich habe meinen ganzen Speed verloren, weil ich den eigenen Drift verkackt habe. Und man ist halt wirklich so schnell, dass man einfach über diese Löcher da drüber springt. Habt ihr ja gesehen. Ja. Macht einfach mega Spaß, diese Strecke. Weil man überall Speed geschenkt bekommt. Und wenn man gut ist, kann man den halt auch schön ausfahren. Und von mir, nein, das war nicht gut. Das geht viel, viel besser. Den Turbo, den man da bekommt, den kann man fast durch eine ganze Runde schleppen. Ich habe den nur sehr kurz gehabt eigentlich. Ist natürlich
die Frage, ob das hier ist wie im Original oder ob das ein bisschen anders ist. Aber es ist auf jeden Fall immer noch ein sehr starker Turbo. Und den will man natürlich mitnehmen, wenn man ihn kriegen kann. Warum ist der Himmel rot? War es früher auch so? Ach cool, jetzt hat er auch eine eigene Siegespose. Das ist cool. Herzlichen Glückwunsch. Du bekommst deine Trophäe. So, Satz neue Reifen. Ach, Timoxin natürlich, das fehlt noch. So, als nächstes kommt das nicht. Ah, jetzt kommt jetzt das Tutorial, dass wir es noch nicht freigeschaltet haben. Musst du die richtige Anzahl Trophäen zum Einschalten des Ach, wirklich? Sammeln. Für Trophäen die ganze musst Zeit du auf gespielt. Strecken den ersten Platz machen. Nein, das hätten wir nie erwartet. Ja, die Karte ist hier ein bisschen nicht hilfreich. Weil man nie weiß, wo man hin muss. Ach schade, ich dachte, man kann da runterspringen. Ah ne, da hätten wir von oben vom Podest aus runterspringen müssen. Ich sollte das eigentlich wissen, wo hier was ist. So, weiter geht's mit Burg Cortex. Auch eine Strecke, wo es eine sehr fiese Abkürzung gibt. Und wenn ich nicht super sicher bin, dass ich sie kriegen kann, dann werde ich es erst gar nicht versuchen. Es ist auch eine dieser Abkürzungen, die ich nicht besonders gut kann. Weil ich nicht genau weiß, was man dafür machen muss. Ich schätze mal, es ist einfach wieder so ein Speed-Ding. Du hast viel Speed, du kannst in CT ja alles erreichen, aber du musst halt irgendwie auf diesen Speed kommen. Aber ich kann es zumindest zeigen. So, jetzt müssen wir erstmal, das ist relativ am Ende der Strecke, also dann Zeit. Und es ist eine recht lange Strecke. Mit creepy Spinnen. Oh Gott. Das habe ich aber voll verkackt hier. Die Wumperfrüchte will ich haben. So, jetzt kommt es. Wenn man jetzt sofort links hochspringt, da kann man das kurz sehen, da ist so eine Plattform. Das Problem an dieser Plattform ist, dass die einfach langsamt. Und deswegen verliert man oftmals mehr Speed, als man bekommt. Und darauf springen ist halt auch nicht unbedingt so einfach. Und wenn man runterfällt, kostet es natürlich sehr viel Zeit. Das war jetzt nicht besonders gut. Man hat hier so viel Speed, dass man gar nicht vernünftig um die Kurven rumkommt. Boah. Nix da, Nitro-Kiste regelt. Oh. Ah, diese super Rampe hier, das macht auch sehr viel Spaß. Ich glaube, die ist auch so ähnlich wie die im Engine-Labor. Nur kann man die hier nicht so schön ausnutzen, weil da halt direkt diese scharfe rechts kommt. Aber auch da, man kann da gut Speed mitnehmen, wenn man es kann. Oder du! Gute Idee. Das hätte ich fast voll verkackt. Was die Spinnen für komische Geräusche machen. Was ist mit denen los? Wow, jetzt haben wir zwei von den Dingen. Adam. Oh, man wird hier gar nicht mehr so krass langsamer. Entweder das oder ich war einfach sehr viel schneller als ich dachte. Ja, also das macht schon Spaß. Kann man so sagen.
Auf jeden Fall einer der schwierigeren Strecken, weil die halt überall diese 90-Grad-Winkel haben, in Kurven und so weiter. Deswegen ist es schwierig, da den Speed zu behalten, weil man ganz leicht, wie ihr jetzt gesehen habt, gegen die Wände knallt oder so irgendwas und dann seinen ganzen Turbo verliert. Aber es ist schon geil, besonders der Sprung am Ende mit diesem mega starken Turbo und so. Ach, macht schon Bock. So, kommt her, zerschneidet euch alle. Jetzt zerstückelt. Herzlichen Glückwunsch, du bekommst deine Trophäe. So, jetzt aber Heißluftbahn. Codex, Digga. Heißluftbahn. Da freue ich mich auf das CTR-Rennen, weil das CTR-Rennen Heißluftbahn ist berühmt-berüchtigt. Hier gibt es eine extreme Abkürzung, von der ich fast schon hoffe, dass die gefixt worden ist, weil es ansonsten online sehr game-breaking wäre. Weil wenn du die Abkürzung nicht kennst, hast du praktisch keine Chance, weil die Abkürzung so massiv ist. Ich werde es ausprobieren, weil es jetzt auch nur ein Rennen ist und wenn ich es deswegen verkacke, auch egal. Und ich bin einfach mal gespannt. Kann natürlich auch sein, dass ich es nicht hinkriege, weil es ist lange her. Und es ist nicht so einfach, aber es gibt sehr viel schwerere Abkürzungen. Hier können wir jetzt auch schon mal üben. Denn hier ist später ein Buchstabe im CTR-Rennen, was wir einsammeln müssen. So, hier ist die Abkürzung. Ich bin runtergefallen, wow. Und zwar kann man, wenn man hier zurückfährt, hier diesen Sprung mitnehmen und über diese Bank überspringen. Sie sieht auf jeden Fall schon mal höher aus als früher. Ich glaube, sie haben das gefixt. Und ja, wenn ihr mal auf die Karte guckt, wo wir landen und was wir alles skippen, wenn man hier drüber springen würde, das ist schon krass. Ich werde es noch einmal versuchen. Aber ich glaube, das geht nicht. Sie sieht bedeutend viel höher aus als früher. Falsche Richtung. Ich glaube, es geht nicht mehr. Man springt auch irgendwie nicht so hoch wie früher. Habe ich das Gefühl. Und ich meine, großes Speed aufbauen kann man da nicht. Klar, du kannst es mit dem Turbo machen. Das war früher auf jeden Fall sehr viel einfacher. Aber es gab halt eine bestimmte Stelle mit diesem Hubbel. Wenn man da richtig abspringt, dann springt man einfach so hoch, dass man über die Barriere einfach drüber springt. Also war tatsächlich, so war es sehr viel niedriger, aber die Hitbox von diesem Zaun oder was auch immer da im Weg war, war tatsächlich viel höher als es aussah. Nur halt leider nicht hoch genug. Oh, nein! Willst du mich verarschen? Ich habe meinen Drift nicht bekommen und deswegen konnte ich nicht scharf genug lenken. Ich fühle mich jetzt verarscht. Offiziell. So, hier wären wir dann gelandet, wenn wir die Abkürzungen bekommen hätten. Das ist schon ein gutes Stück. Durch diese Kurve zu kommen, ohne da in die Bande zu knallen oder so, ist auch nicht ohne. Erstmal über die Kiste zu überspringen. Ah, das machen wir doch gerne. Ah, so sollte das aussehen. Lass mich einfach so stehen. Boah, das ist schon fast zu schnell hier. Holy shit. Nein! Voll verkackt. Viel zu früh eingeschlagen. Hallo? Ich würde gern driften.
Alter, wird man da schnell. Ich bin fast schon froh, dass wir jetzt dagegen geknallt sind. Das war das letzte Mal schon mega knapp. Boah, jetzt habe ich voll das Driften verkackt. Weil ich zu sehr auf die TNT-Kiste fokussiert habe. Man kann sich echt kein Luftturbo drum machen, ne? Sonst kommt man immer da gegen die Wand. Schon hart. Ich will jetzt nicht sagen, von wegen die Abkürzung ist definitiv gefixt, aber ich würde schon sagen, sie haben zumindest versucht es zu fixen. Sie haben es auch demonstrativ so viel größer gemacht, diese Barriere. Die wollen wirklich so, schreit zu einem ins Gesicht, so, du kannst hier nicht vorbei. Ne? Da steht so Gandalf mit seinem Stab und so weiter. So riesen Balrog auf der anderen Seite. Also es sieht schon so aus, hätten sie versucht es zu fixen, nur ob man jetzt wirklich nicht doch noch irgendwie drüber kommt, mit einem Turbo oder so irgendwas, oder mit ein bisschen Anlauf, ist natürlich die andere Frage. Ob sich das dann noch lohnt und ob man da dann noch Zeit gewinnt, das ist dann nochmal eine andere Frage. Herzlichen Glückwunsch, du bekommst deine Trophäe. Sieht gelb. So, jetzt fehlt nur noch eins. Oxidstation. Oxidstation, berühmt-berüchtigt in Speedruns, weil es mit Abstand den größten, aber auch den allerschwierigsten Trick hat, wo man praktisch eine komplette Runde skippt, so mehr oder weniger. Ah, sagen wir die Hälfte. Aber die Strecke ist so groß, es wäre eine Runde auf jeder anderen Strecke wahrscheinlich. Ich weiß auch gar nicht, was großartig erklären soll. Da ist später diese eine Spiralstelle, wo man halt direkt am Anfang hier vorne gegen so eine Barriere knallen kann, einen richtigen Winkel, und dann ploppt man einfach da durch und dann auf der niedrigeren Ebene. Dann macht man es auf der niedrigeren Ebene nochmal und man landet direkt in der Mitte, noch weiter unten, was man jetzt gar nicht so sehen kann. Auf der Karte, wenn ihr daraus irgendetwas entziffern könnt, dann seht ihr das. Und es ist halt ein Teil, wo man später eigentlich mit einer Schanze hinkommt, die wir jetzt später noch sehen werden. Logischerweise. Und ja, das alles gibt man, indem man einfach diese Sequenz da macht, die aber extrem schwer ist. Da hoffe ich auch, dass die das gefixt haben. Ich glaube, sie tun damit allen Gefallen. Wirklich allen. Sogar Speedrunnern, die eigentlich jede Sekunde retten wollen. Und die ist bestimmt nicht über den anderen Trick in Heißluftfuß. Ja, hier unten würde man dann sofort landen. Und das mehr oder weniger direkt am Anfang der Strecke. Das ist schon krank. Ich Idiot. Ich muss in die andere Richtung. Ja, das ist auch die Strecke, wo wir später gegen Oxid antreten dürfen. Wir können jetzt also schon mal üben. Es wird lustig. Ja, nice. An der TNT-Kiste vorbeigekommen. Hier gibt es auch noch einen ziemlich kranken Sprung. Man kann nämlich, wenn man genug Speed hat, von hier, glaube ich, direkt bis hier rüber in diese Röhre springen. Oder so irgendwas in der Richtung. Mann, ich habe schon wieder denselben Fehler gemacht. Okay, ich wurde von der Mist abgeschossen, dann ist auch egal. Hätte mich jetzt so oder so geholt.
Nein! Nein! Komm schon. Boah, wirklich, krieg ich den Turbo nicht. Was? Willst du mich verarschen? Ach, komm schon. Vielleicht haben die das ja auch gefixt. Alles ist möglich im Remaster. Aber wie soll ich denn jetzt noch an den rankommen? Ich krieg jetzt ein richtig geiles Item. Krieg ich aber garantiert nicht. Das sag ich ja. Das wäre schön, wenn ich Erster wäre. Das bin ich aber nicht. Weil ich von Tötungszonen getötet worden bin. Wer hätte das gedacht? Schon gemein sowas. Aber gut, jetzt wissen wir es ja. Dann fahren wir die Strecke halt normal. Geht mal aus dem Weg. Du auch. Insbesondere du, Dingodil. Oh Gott, die Kurve voll verkackt. Uiuiui. Gerade so das richtige Item bekommen. Ja, das wäre jetzt auch fies gewesen, direkt danach die nächste. Ja, voll ein Turbo. Genau das, was wir brauchen, auf einer Strecke, wo es fast nur Turbos gibt. Aber dieser neue Effekt ist cool. Gab's früher nicht. Schön den anderen die Items wegnehmen. Jetzt finde ich das gut. Oh, da bin ich irgendwo gegengeknallt. Oder irgendwer hat mich mit einer Bowlingkugel getroffen. Wenn ja, dann hat er aber verdammt gut geschossen. Ah, oh, dieser Effekt ist schon geil. Schon wieder diese Kurve. Gucken wir, wie viel Speed wir hier noch rausholen können. Inzwischen haben wir die ja schon ganz gut abgehängt. Da ist es wieder. Mehr Speed! Mehr Turbos! So,
Und das dann gleich nochmal, nachdem wir Pinstripe besiegt haben. Der kommt nämlich jetzt als nächstes Pinstripe auf der Heißluftbahn. Das wird auch lustig. Und dann Enoxid. Und dann wären wir mit der Story auch schon durch. Aber wir werden natürlich dann noch hier die letzten CTR-Tokens holen und die Reliktrennen machen. Die letzte Kristallherausforderung ist noch übrig und die Edelstein-Cups, die wir natürlich auch machen. Deswegen machen wir den ganzen Quatsch mit der CTR-Tokens ja. So. Ich schätze aber mal, wenn sich Pinstripe vorgestellt hat, sind wir auch am Ende der Episode. Dann gibt es in der nächsten Folge Story-Finale. Das ist doch geil. Vorausgesetzt, ich schaffe die zwei Rennen rechtzeitig, aber das sollte ich hinkriegen. So lang, also so schlecht bin ich jetzt auch nicht. Was? Das soll ein Rennen sein? Ja, wer ballert denn hier rum? Wer gegen Oxide antreten will, der muss erst an mir vorbei. Ich bin hier der Tempokönig und ich werde die Welt retten. Für eine ansehnliche Summe natürlich. Pura nur so, I don't care. Habt ihr gesehen, der hat den so angelächelt, so. Hä, hey, du kannst mir gar nichts. Du Lusche. Ich will dich in Grund und Boden stampfen. So, aber wie gesagt, das ist das Ende dieser Episode. Ich werde jetzt nochmal das finale Kart zusammenstellen. Und dann sehen wir uns zum Story-Finale in der nächsten Episode wieder. Bis dann.